Wir sind heute auf der LIGNA und hier dreht es sich natürlich auch um Zukunftstrends und Visionen. Und genau das schauen wir uns heute an. Hier auf der LIGNA können wir viele neue Trends und Zukunftsvisionen entdecken. Aber noch viel wichtiger, wir treffen Fachleute, Experten und Tischler an einem Ort und können eine wichtige Frage stellen. Wie arbeiten Tischler in 20 Jahren? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Automationsgrad auch bei den Tischlern sicherlich sich weiter erhöhen wird. Wobei ich glaube, die Materialvielfalt ist ein anderes wichtiges Thema. Das zeichnet auch heute den Tischler, den Innenausbauer, den Messebauer aus. Und ich glaube, die Materialvielfalt zu handeln, da mit intelligenten Lösungen dann eben die Bearbeitung durchzuführen. Wiederkehrende Arbeiten, die ich stark automatisieren kann, werden nicht mehr unbedingt vom Handwerker selbst gemacht, sondern das werden Kaufteile, Zukaufteile sein, was man ja heute auch schon in Ansätzen sieht. Und das eigentliche handwerkliche Können wird auf das reduziert werden oder begrenzt werden, wo dann eine wirkliche Fachausbildung und auch eine manuelle Fertigkeit vonnöten ist, die ich vielleicht nicht oder nicht wirtschaftlich automatisieren und prozessieren kann. Die Betriebe müssen sich, so wie auch die Maschinenhersteller, entscheiden, den einen oder anderen Weg zu gehen. Und wenn ich sage, ich bin der traditionelle Schreiner weiterhin, dann muss ich mich auch dementsprechend aufstellen und muss das vermarkten. Ich muss meine Kunden finden, die genau diese Leistung von mir wollen. Wenn ich den anderen Weg gehe und sage, ich verarbeite Holzwerkstoffe, also Möbel aus Holzwerkstoffen im Plattenbau, dann muss ich mich hochautomatisieren oder arbeitsteilig arbeiten, weil ich sonst nicht wettbewerbsfähig bin. Also das war auf jeden Fall schon mal ein sehr spannender Ansatz. Mal schauen, was der Nächste zu sagen hat. Ich denke, dass der digitale Schreiner, so nenne ich es, in 20 Jahren einfach nicht nur das Handwerkliche beherrscht und es beherrscht, den Kunden eben perfekt die Sachen zu liefern, sondern eben auch sich mit Automatisierung, mit IT-Strukturen ein Stück weit auskennt und vielleicht sogar in der Lage ist, sich selber Softwarestrukturen und vielleicht auch Apps zu designen, die ihn in der Produktion dann selber, und zwar genau mit dem Prozess, wie er die Sachen eben tut und nicht mit so einem Industriestandardprozess, einfach selber optimal zu unterstützen. Die Anzahl der Betriebe wird leicht zurückgehen, nach meiner Einschätzung. Die Anzahl der Mitarbeiter konstant bleiben. Aber es wird auch eine größere Anzahl von Betrieben geben, die in der Größenordnung von 30 bis 50, 60 Mitarbeitern werden, die am Ende auch ihr Projektabwicklungs-Know-how und die Zulieferung für die Kollegen mit überleben werden. Und unsere Tischler, die haben wir natürlich auch gefragt. Ja, die Veränderungen werden so sein, dass wir uns viel mehr mit Maschinentechnik auseinandersetzen. Ja, wir werden viel mehr Struktur bekommen, ja, weil wir uns auf wesentlichere Sachen konzentrieren müssen, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, nach links und rechts zu schauen. Ja. Und ich glaube, der Beruf wird sehr techniklastig werden in der einen Seite und sehr beratungs- und kundenintensiv in der anderen. Wenn man jetzt mal hier über die Messe geht und sieht, was eine einzelne Maschine schon kann, die ersetzt ja teilweise schon 3, 4, 5 Maschinen, Tischler werden sehr speziell arbeiten. Und aufgrund dieser Tatsache, die halt sehr speziell arbeiten und mit ihrem Maschinenpark sehr eingeschränkt sind, werden die auch nur noch, wie gesagt, sehr spezielle Sachen machen können. Also den Schreiner, der, ich sag mal, vom Fußboden bis zur Decke alles abdeckt, vom Massivholz bis zur Spanplatte, von geölt bis über Hochglanzlack, da wird es nicht mehr viele von geben. Herr Pasivara, wie arbeiten Tischler in 20 Jahren? Ja, vielleicht sehen wir schon Änderungen in 10 Jahren. Also ich denke, weiterhin wird eine Spezialisierung weiter stattfinden und Schreine, generelle Schreine für alle Bedarfsfälle wird weniger geben. Es wird mehr sozusagen Sprinter-Schreine geben, die direkt beim Endkunden planen und verkaufen. Aber selbst nicht produzieren lassen, Teile produzieren und selbst dann montieren. Und die Produktionskapazität wird geteilt mit vielen anderen Schreinern. Es gibt auch dann in Zukunft mehr noch Generalunternehmen, die zum Beispiel als Generalunternehmer die gesamte Küche mit Zubelieferanten und anderen Partnern zusammen liefert. Dazu Konsolidierung. Also wir sehen weiterhin, Nachfolgeregelung wird hier eine Herausforderung. Und auch eine große Investition in Zukunft für neue Technologien wird eine Herausforderung sein, führt zu gewisser Konsolidierung. Daraus ergibt sich ja die nächste Frage. Welche Herausforderungen und Veränderungen kommen in den nächsten 20 Jahren auf das Tischlerhandwerk zu? Ja,
Also eine natürlich ist die Digitalisierung, weil das eine gewisse andere Kompetenz und ein gewisses andere Mindset braucht dazu. Wird eine Herausforderung sein. Wie gesagt, auch das Thema Investitionen in neue Technologien, die entwickelt sich sehr rasant. Und da muss natürlich auch ein Schreiner muss da mithalten können. Und das sind durchaus noch Herausforderungen dazu. Dankeschön. Wir glauben daran, dass es ganz klar in Richtung Digitalisierung, Automatisierung gehen wird. Das heißt, überall dort, wo Ware repetitiv erstellt werden kann, wird sich eine maschinelle Vorfertigung durchsetzen. Das heißt, der Handwerker wird dort mehr und mehr nur zum Monteur werden müssen. Überall dort, wo es um individuelle Fertigung geht, um spezielle Baustoffe oder auch gerade um Nachhaltigkeit, einen weiteren Megatrend, den wir sehen, dort wird dann der Profi-Handwerker, der Tischler ins Spiel kommen, der dann durch seine Qualitätsarbeit eben die Kundenwünsche erfüllen kann. Flexibility to the extreme. Große Flexibilität wird Realität sein. Und unsere Maschinen werden immer mehr für diese Art von Anforderungen ausgelegt sein. Our machines more and more designed for those type of needs. Today we speak a lot of robot integration. Wir sprechen schon heute viel von Roboterintegration. In Zukunft werden die Maschinen bereits robotisiert gebaut. Das Design der Maschinen wird sich also weiterentwickeln und das, was heute noch etwas Besonderes oder Ungewöhnliches ist, zu einem fantastischen und erschwinglichen Standard werden. Denn wir glauben, dass Industrie 4.0 nur dann eine Revolution sein kann, wenn die Massen es annehmen. Ich glaube, ein ganz zentrales Thema wird sein, dass es immer schwieriger werden wird, gute Fachkräfte zu bekommen, die auch die handwerklichen Fähigkeiten haben. Und um es platt zu sagen, die sich auch nicht zu schade sind, eben auch mal in den Spänen zu stehen. Und da wird wieder die Kunst sein, das mit einer guten Technologie und einer einfach zu handhabenden Technologie wieder entsprechend auszugleichen. Gleichzeitig werden sich aber auch Dienstleister herauskristallisieren, die gerade für das Handwerk einzelne Spezialdienstleistungen übernehmen können, sodass sich der Tischler selber vor Ort auch mehr auf die Arbeit draußen beim Kunden, auf die Baustellenarbeit konzentrieren kann. Also das ist ja alles schon ganz interessant. Wir hören aber mal, was der Nächste zu sagen hat. Was die Industrie Enterprise Resource Planning nennt, also diese digitalen Helfer werden auch Einzug in den Tischlereien halten und dort dann eben den ganzen administrativen Teil dann auch unterstützen. Die Kunden werden anspruchsvoller, was die Vielfalt betrifft und deren Ansprüche auch im Prinzip befriedigt werden, erst recht durch die CNC-Technik. So ist ja auch die Industrie immer flexibler geworden und das können wir Tischler im Prinzip auch. Aber die Anforderungen und Ansprüche sind hoch und werden hoch bleiben. Ich denke, dass wir ganz stark innerhalb des Büros arbeiten werden für das Tischlerhandwerk, für die Fertigung. Das heißt, die Arbeitsvorbereitung wird noch einen wesentlich größeren Stellenwert haben, als das heute der Fall ist. Sodass eben zum Beispiel Maschinen online angesteuert werden können, auch im Handwerk eben und nicht nur in der Industrie, wie es ja da schon zum Teil größtenteils stattfindet. Das wird uns einholen. Somit ist der Tischler nicht mehr der typische Tischler mit Hobel und Säge, sondern das wird immer mehr in Richtung Automatisierung in der Fertigung, somit in die Arbeitsvorbereitung gehen. Unsere neuen Meister, unsere neuen Techniker sind da sicherlich jetzt schon gut aufgestellt und werden sich dann dementsprechend noch mehr in diesem Thema vertiefen müssen. Fachkräftemangel ist auf jeden Fall der größte Punkt. Ja, daraus folgend schaue ich halt eben, dass ich gewisse Arbeitsprozesse automatisieren kann. Heißt Automatisierung, Handwerk 4.0, Handwerk 5.0, keine Ahnung. Und das dritte Thema ist eben, die Individualität trotz der Automatisierung zu behalten. Halt eben meine Maschinen so individuell wie ein Mitarbeiter zu haben. Ja, und das haben wir ja auch hier gesehen, dass es nicht ganz so abwegig ist und auch schon heute funktioniert. Das waren auf jeden Fall sehr, sehr viele spannende Meinungen. Und ich muss da, glaube ich, erstmal drüber nachdenken. Ach so, aber während ich darüber nachdenke, könnt ihr natürlich schon mal unseren Kanal abonnieren, auf die Glocke drücken, damit ihr beim nächsten Video informiert werdet. Und ja, bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao!